Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und zwar mit mir, dem Darth Kylo LP. Und ja, wir spielen heute wieder Hogwarts Mystery und wir haben wie immer eine große, Palette an Aufgaben. Genau, wir müssen das hier noch zu Ende machen, davon haben wir noch diese und die nächste Aufgabe und das hier wird dann auch in dieser Folge dann reif sein, also ja, das können wir auch machen, das habe ich auch gemacht und dann können wir das noch weitermachen. Gefühlt können wir 1000 Sachen gleichzeitig machen. Deshalb machen wir das zuerst. Genau. Also wie gesagt, große Aufgabenpalette. Und jetzt gehen wir hier erstmal rein in die Olga. So, da sind schon Penny, Jane. Nee, Jewel und irgendwer. Und ja, da ist die... Das sieht sehr komisch aus auf jeden Fall. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen und unsere Liste abhaken, bevor der Demigas auftaucht. Süßigkeiten mit Schlafmittel präpariert? Erledigt. Falle zur Ablenkung mit Süßigkeiten gelegt, um den Demigas reinzulegen? Auch erledigt. Eine Spur aus Süßigkeiten angelegt, die wie ein Köder aussieht, aber in Wirklichkeit die eigentliche Falle ist? Alles erledigt. Hervorragend, der Demigas wird diese Falle auf keinen Fall erkennen. Ich habe nach unserem Treffen Nachforschungen zu Demigas angestellt und sie sind als XXXX klassifiziert. Hoffentlich greift uns der Demigas nicht an, bevor das Schlafmittel seine Wirkung zeigt. Nein, die sind ganz lieb, wenn man nichts Böses macht, auf jeden Fall, ja. Keine Sorge, Penny, Demigases sind harmlose Pflanzenfresser oder Süßigkeitenfresser. Du weißt wirklich eine Menge über Demigas, Jules. Kannst du uns mehr über diese Dinge erzählen? Nehme ich gerade überhaupt auf? Ja, gut. Meine drei Lieblingsdinge sind Mode, magische Geschöpfe und der Klang meiner eigenen Stimme. Ich bin einverstanden mit zwei dieser Dinge. Darum möchte ich euch gerne alles zeigen, was ich über Demigases weiß. Okidoki, 8 Stunden. Okay, tschüss. Ich gehe da mal, ne? Also, nee. Leider können wir das nicht machen. Das müssen wir halt machen. Und deshalb ballern wir das einfach durch. Oh, da müssen wir das eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden geschafft haben. Mir fällt gerade ein, ich habe keine Energiepunkte wieder geholt. Aber wir haben die Aufgabe sogar noch geschafft. Wir haben noch 32 Punkte. Also Energiepunkte, ja. Nur weil ein Geschöpf als XXXX klassifiziert ist, muss es also noch lange nicht gefährlich sein. Es bedeutet, dass sie gefährlich sein können, aber das ist nicht immer der Fall. Eine Klassifizierung von XXXX kann auch bedeuten, dass sie schwer zu fangen sind. Es war definitiv nicht einfach, diesen Demigas zu fangen. Das ist eine Untertreibung, oh mein Gott. Es freut mich zu hören, dass wir nicht in Gefahr sind, aber ich bin trotzdem neugierig, wie es dieser Demigas geschafft hat, von Asien hierher zu reisen. Dorothy, du bist derjenige, der herausgefunden hat, dass unser Dieb ein Demigas ist. Hast du eine Idee, wie er hergekommen ist? Er ist Jules gefolgt, er ist schon lange hier, es ist nicht wichtig. Ja, er ist bestimmt Jules gefolgt, stimmt. Ich glaube, er ist Jules aus Japan hierher gefolgt. Die Süßigkeiten sind ab dem Moment verschwunden, an dem sie hier angekommen ist. Das klingt total logisch, wer würde nicht gerne jemanden folgen, der so fabelhaft ist wie ich? Ach du Scheiße. Sobald wir den Demigas gefangen haben, kann ich ihn nach Japan mitnehmen. Meine Eltern werden ihn sicher unterbringen. Manchmal ist es wirklich praktisch, Magie zu logen als Eltern zu haben. Ich würde ihn trotzdem mitnehmen. Genau, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in so einer Lage stecken würde. Moment mal, hört ihr das? Schnarch, schnarch. Das klingt, als würde jemand schnarchen. Es kommt von unserer Süßigkeitenspur. Ach, guck mal, da liegt er. Das ist der Demigas. Der sieht niedlich aus. Schnarch, schnarch. Tick, tick, schnarch. Ach nee, das war der Niffler. Upsi. Oh, er ist total niedlich, wenn er schlafend da liegt. Nach all den Leckereien hat der Demigas bestimmt süße Träume. Ja, sehr lustig. Ich mag dich wirklich, André, aber du hast hoffentlich nicht vor, dich als Stand-up-Comedian zu versuchen. Du bist definitiv besser zum Style-Zauberer geeignet als zum Witze-Zauberer. Das finde ich auch. Ich finde seinen Versuch bewundernswert, einen Witz zu erzählen. Glaub mir, nach diesem Abenteuer ist mir klar geworden, dass meine Berufung darin liegt, Style-Zauberer zu sein. Alles andere überlasse ich Dorothy, insbesondere wenn es um Detektivarbeit geht. Apropos, ich glaube, meine
Partnerin, Detektiv Jules Egwu, würde mir zustimmen, dass wir dieses Geheimnis gelüftet haben. Völlig richtig, Detektiv Darth Kylo. Ich bin stolz darauf, dein Partner zu sein. Oh mein Gott, böse. Und ich bin natürlich auch stolz drauf, danke, deine Cousine zu sein, André. Danke, ich wünsche mir nur etwas Anerkennung. André, ohne dich und Penny hätten wir den Dieb niemals geschnappt. Ich bin froh, dass ich helfen konnte und sogar noch froher, dass unser Dieb so niedlich ist. Dank der harten Arbeit aller Beteiligten. Junge, wenn wir den jetzt nicht gleich nehmen und nur labern, dann ist er gleich wieder weg. Ist der Fall des Leckereien-Langfingers offiziell abgeschlossen. Okay, wo ist der? Verabschiede dich von Jules am Bahnhof Hogsmeade. Und wo ist der? Der wollte ich gerade echt mit meinem Kopf höher gehen, damit ich über das Ding drüber schauen konnte. Ja, gut. Dann machen wir das mal. Ich dachte, man konnte gerade eben nur den schwarzen Bildschirm da sehen, aber ja. Gut, das ist, keine Ahnung, wer das ist. Ignita Will Smith. Achso, das war Flohpulver. Die Erfitterung von Flohpulver. Hallo, aufwachen. So, Bahnhof Hogsmeade gehen. So. Ah, da ist wieder hier Bigfoot. Nee. Achso, Paddyfoot, genau. Ich wusste es noch. Ich glaube, dieses Mal habe ich daran gedacht, alles zu bestellen. Da ist Tonks. Ach nee, Tulip. Junge, was laber ich? Wie schaffen es manche Leute, nur unsichtbare Geschöpfe zu finden, wenn ich nicht einmal Dennis finden kann? Ja, wie ist die? Weiß ich nicht. Liz, achso. Hoffentlich ist deine Kröte nicht auf den Zug gesprungen, Tulip. Das wäre nicht so schlau, ehrlich gesagt. Und da ist der... Oh, wie süß! Ach du Schande, Jules, du verlässt uns schon. Ich habe das Gefühl, dass wir dich gerade erst am Bahnhof abgeholt haben. Ich muss wieder nach Hause zurückkehren und diesen Demigeist nach Hause bringen. Och, Gottchen, wie süß. Ich habe einen Cuteness-Anfall. Jetzt wirst du in Hogsmeade ohne mich auskommen müssen. Ich bin mir sicher, dass uns André in dieser Hinsicht nicht enttäuschen wird. Natürlich kannst du dich auf mich verlassen. Ich bin fabelhaft, ohne mich dafür anzustrengen. Ach du Scheiße, was haben die denn alle? Haben die irgendwas gesoffen? Nur schade, dass du Hogsmeade wegen unserer Untersuchung nicht kennengelernt hast, Jules. Aber Jules hat Hogwarts doch kennengelernt, André. Darth hat recht, unsere Untersuchung hat uns zu allen interessanten Orten in Hogsmeade geführt. Wir waren so sehr damit beschäftigt, den Dieb zu jagen, dass ich nicht weiß, wie du dir irgendetwas anschauen konntest. Lass uns unseren Weg ins Gedächtnis rufen, dann wirst du sehen, dass Jules wirklich alle interessanten Orte gesehen hat. Okay, 3 Stunden für eine Abschlussaufgabe. Da würden dann ja sogar vielleicht meine Punkte reichen. Sie schwinden. Okay, nee, reicht nicht. Scheiße. Aber ich glaube, da wird ein Paket reicht. Glaube ich. So. Und der ist so süß, der einsammeln, genau. Siehst du es jetzt ein, André? Ich habe nicht nur die 3 Besen und Zonko gesehen, sondern auch meine Maus Märta und Bilton Bames geholfen. Wie viele Leute können das nach ihrem ersten Besuch in Hogsmeade von sich behaupten? Ich schätze schon. Außerdem durfte sie bei Nacht in Hogwarts herumschleichen. Jetzt kann ich allen erzählen, dass ich ein Abenteuer mit meinem Lieblingscousin und dem Fluchbrecher erlebt habe. Wenn du es so sagst, klingt es wirklich, als hättest du bei deinem Besuch Spaß gehabt. Ich hatte so viel Spaß, dass ich nicht weiß, welcher Teil mir am besten gefallen hat. Der Besuch in Hogsmeade oder neue Freunde zu finden. Oder dass wir es geschafft haben, das Geschöpf zu fangen, wegen dem ich mit meinen besten Schuhen herumgerannt bin. Ja. Genau, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Oha, jetzt einfach schon 22. Es kommt in Bredouille hier mit meinen Punkten hier. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welcher Teil unseres Abenteuers hat dir am besten gefallen, Duffy. Hogsmeade, eine neue Freundin zu finden, den Demigeist zu fangen. Junge. Ja, den Demigeist würde ich sagen. Tiere zu fangen macht doch Spaß. Am besten hat es mir gefallen, als wir den Demigeist gefangen haben. Ich kann stolz von mir behaupten, dass ich einen
Seher überlistet habe. Stimmt. Aber noch hat er keine blauen Augen, also von daher alles gut. Genau, wenn du es so sagst, dann hat es mir auch am besten gefallen, als wir den Demigeist gefangen haben. Natürlich an erster Stelle zusammen mit meiner Reise. Dein cooles Outfit vorzuführen? Nein, das mache ich jeden Tag. Aber das Beste an meiner Reise war die Zeit, die ich mit meinem Lieblingscousin verbracht habe. Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, war auch für mich das Beste an deinem Besuch. Danke, dass du mich für die Dauer von Jules Besuch zum Ehrenequo erklärt hast, André. Ab heute bist du für immer ein Ehrenequo. Wir haben sogar ein kleines Andenken für dich. Madame Rosmerta hat eine neue Lieferung Butterkaramell bekommen. Und sie hat uns etwas davon als Dank dafür gegeben, dass wir den Leckereien Langenfinger gefangen haben. Wir haben ein besonderes Geschenk daraus herstellen lassen, um dich an mich und an unser Abenteuer in Hogsmeade zu erinnern. Oh, ein goldener Knuddelmuff, wollte ich gerade sagen. Genau. Eine Butterkaramellstatue in Form eines Demigeists. Das ist genial. Hoffentlich wird sie nicht plötzlich unsichtbar. Das wäre lustig. Nur dann, wenn du sie isst. Ja, André wieder mit seinen Scherzen. Allerdings haben wir sie verzaubert, damit sie nicht schmilzt. Darum würde ich dir davon abraten. Was für ein tolles Geschenk. Ich werde es für immer behalten. Konnte Madame Rosmerta endlich wieder Butterbier brauen, nachdem sie eine neue Ladung Butterkaramell bekommen hat? Ja, und es ist wirklich das beste Butterbier in der Welt der Zauberer. Hat sie es probiert? Anscheinend. Sie hat sogar einen Krug für Jules Heimreise vorbereitet. Das ist dann wohl das Ende unseres Egwu-Familientreffens. Ich habe mich prächtig amüsiert. Amüsiert. Es ist schwierig. Ihr beide habt mich in eure Gruppe aufgenommen und mir gezeigt, dass es okay ist, ich selbst zu sein. Wir möchten dich genauso, wie du bist, und niemand sollte sich unsichtbar fühlen müssen. Es sei denn, du bist ein Demigeist und es ist natürlich für dich. Besuch uns bald wieder, Jules. Es wartet bestimmt ein neues Abenteuer auf uns in Hogsmeade. Einsammeln. Wow, haben wir das jetzt in einem Tag durchgerattert, gerade aktuell? Krass, Junge. Das hier geht erst in einer Minute. Das bedeutet, dass wir ja jetzt eigentlich noch, hat man das gehört? Ich glaube, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Egal, wir machen jetzt einfach, ja, mit Angelisa sprechen, würde ich sagen. Weil dann werden wir vielleicht auch Vertrauensschüler oder irgendwie sowas ähnliches. Oh mein Gott, wir haben voll viele. Ach du Heilige. Wir haben eine neue Karte bekommen. Das müsste Helga Hufflepuff sein, oder? Ist das Helga? Ja, das ist Helga. Hier ist. Ekelhaft. Müssen wir hier was machen? Nö, okay. Gut, dann sprechen wir jetzt mit Angelisa. Die wollte mir einen Trank zeigen, oder? Keine Ahnung was. Ist Professor da? Professor Snape? Anscheinend nicht, okay. Ich werde dir einen Trank beibringen, den du von Snape niemals lernen wirst. Man nennt ihn den Plappertrank. Ah, jetzt lernen wir den Plappertrank. Geil. Lass mich raten, wer davon trinkt, babbelt nur noch. Mit einem solch hellen Köpfchen wirst du eines Tages noch Schulsprecher. Yay, das wäre doch geil. Wer den Plappertrank trinkt, gibt nur noch unkontrollierbares Nonsens von sich. Das ist doch geil. Ich glaube, ich habe den auch getrunken. Jeden Tag. Ich bin ein Psychopath. Was hast du mit diesem Trank vor? Meine Freunde austricksen, meine Gegner sabotieren, Unterricht schwänzen. Meine Freunde austricksen. Ja, das klingt gut. Hallo Spiel. Ah. Ich würde Bens Kürbissaft gegen Plappertrank austauschen. Oh Ben, das wäre bestimmt urkomisch. Das wäre es auf jeden Fall. Schnapp dir deinen Kessel und ich zeige es dir. Perfekt. Dann eine Stunde. Rein in die Olga. Das kann ich bestimmt auch wieder durchwaschen. Und dann fertig. Haben wir noch 28 Energie. So, einsammeln. Du hast es geschafft. Du hattest schon immer ein Händchen für Tränke. Oh, danke schön. Und jetzt zum besten Teil, zur Geschmacksprobe. Och nee, jetzt muss ich schon wieder einen Trank trinken. Ist das etwa der wahre Grund, warum du mir diesen Trank gezeigt hast?
Das ist nicht der einzige Grund. In Ordnung, betrachte es als dein Abschiedsgeschenk. Lass noch was für Ben übrig, das wäre sehr gut. Und schmeckt es dir? Es schmeckt eigentlich ganz ziemlich blablabla. Und da lacht's. Okay, snappadubal blablab. Okay, okay, sei still, bevor ich vor Lachen in Ohnmacht falle. Chillara super. Geh und trink etwas Wasser. Wir treffen uns dann im Gewächshaus 3. Ich habe eine Pflanze, genau. Eine Pflanze, die ich dir zeigen will. Okay, mit Tulip sprechen. Kein Lehrer wird es uns glauben, in der verbotenen Abteilung nach einem verwuschenen Vlies zu suchen. Vielleicht hat Tulip eine Idee. Leute, was ist denn jetzt los, bitte? Ja, Zeit haben wir noch. Also, das müsste ja jetzt die... Ist das die Hauptquest? Da kommt eh eine Zeitaufgabe, okay. Wir treffen uns später in Gewächshaus 3. Ich möchte dir etwas zeigen. Okay. Ja, mit Tulip sprechen und das. Also müssten wir eigentlich nur noch den Hauptteil durchballern und dann... Ja. So, mit Tulip sprechen, so... Ist das in unserem Zimmer dann? Och, nee, Merula, was will die denn jetzt schon wieder? Hast du in letzter Zeit irgendein gutes Buch gelesen, Kaido? Wie bitte? Ich habe dich in der Bibliothek gesehen. Sieht aus, als hättest du dir eine eigene Bande zugelegt. Mir scheint, als würdest du dort das nächste verwunschene Verlies vermuten. Es leugnen, zugeben. Nein. Wir haben nur gelernt. Warum schleichst du mir nach und belaust mich? Bist du etwa eifersüchtig, weil ich jetzt mit Tulip befreundet bin? Du bist mir völlig egal und deine dämlichen Freunde ebenfalls. Mach, was auch immer du willst, Merula. Ich werde mit meiner neuen Freundin Tulip reden. Ich sagte doch, dass sie dich verraten wird, Kaido. Bei unserer nächsten Begegnung werde ich dir etwas viel Schlimmeres antun. Okay, aber ich gehe jetzt hier rein. Also von daher, tschüssi. So. Hallo, Tulip. Sei vorsichtig, Darcy, Kaido. Merula spioniert den Korridor aus. Ich habe sie gesehen. Leider. Ich hoffe, du hast ihr nichts gesagt. Nein, aber sie hat gesehen, wie wir in der Bibliothek nach dem Verlies gesucht haben. Wir glauben, dass es sich in der verbotenen Abteilung befindet. Ich habe mal ein Buch mit Streichen rausgeschmuggelt und dabei beinahe die Eulerei in die Luft gejagt. Einer meiner glorreichsten Momente, sozusagen. Hast du in den Aufzeichnungen meines Bruders etwas finden können? Hier herrscht wirklich das totale Chaos. Ich versuche immer noch, irgendeine Ordnung reinzubringen. Die Seiten sind im ganzen Raum verstreut. Ich muss die Notizen meines Bruders finden. Okay, 3 Stunden geht, aber vielleicht... ich glaube, meine Punkte reichen dann doch nicht mehr aus. Dafür, aber naja. Oh, warte, dann hole ich mir noch mal 2 Packeln... Und dann wird das schon so gehen, denke ich mal. Hallo, kann ich jetzt bitte fertig sein? Jetzt sind wir fertig. Okay, gut. Einsammeln. Tulip, ich habe etwas gefunden. Diese Notiz ist bestimmt von Jacob. Hier steht, das Buch öffnet den Weg. Das Buch, Moment mal. Letztes Jahr haben wir den zerbrochenen Zauberstab meines Bruders und ein Buch im verwunschenen Verlies gefunden. Ich hatte es beinahe vergessen, weil es nutzlos schien. Irgendwie öffnet es aber das nächste Verlies. Großartig, ich habe mittlerweile auch eine Lösung für unser Merula-Problem. Erinnerst du dich an den Jungen, der zusammen mit Merula nach dem verwunschenen Verliesen gesucht hat? Barnaby Lee? Stimmt, er ist sicherlich nicht der hellste Zauberer, den ich kenne, aber er scheint nett zu sein. Zu nett, um sich mit Merula abzugeben. Er ist auch stark, wahrscheinlich der abgehärteste Zauberer, in unserem Jahrgang und erkennt Merula besser als irgendjemand sonst. Er soll uns ausspionieren und bei uns mitmachen. Worauf willst du hinaus? Du solltest ihn überreden, sich uns anzuschließen. Mit seiner Hilfe haben wir es leichter, Merula einen Schritt voraus zu sein.
Schlau. Wie mache ich das? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie ermüdend es sein kann, den ganzen Tag von Merula herumkommandiert zu sein. Barnaby hat bestimmt auch die Nase voll davon. Okay, dann müssen wir jetzt zu dem. Jemand muss sich um Merula kümmern, damit wir nach den verwotenen Verliesen suchen können. Vielleicht kann uns Barnaby Lee helfen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Genau, Leute. Weil die Folge ist alt genug und lasst auf jeden Fall gerne liken, aber da schaut auf jeden Fall gerne auch in meine anderen Videos vorbei und ja, tschüss.